Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei Kosmodir. Jetzt versuchen wir uns erstmal an der letzten Piratenbasis, die es hier noch gibt. Ich habe ein paar Ressourcen noch gesammelt, damit wir ein bisschen an Geld kommen. Einen Bauplan habe ich auch schon. Der kostet aber noch ein bisschen mehr. Dabei fehlen ja noch einige Sachen. Jetzt werden wir einfach mal probieren, ob wir es diesmal schaffen, wenn wir so ein bisschen auseinanderlocken. Beim letzten Mal hat es ja leider nicht geklappt. Mal hoffen, dass einer hierher fliegt. Da ist einer. Ein bisschen ärgerlich, dass er wieder so ein Prisma hat. Ich muss mal das Verfolgen wieder einmachen. Kamera. Oh Gott, drehen wir uns langsam. Da kommt auch schon, ja, und ein drittes. Das wird er nicht. Die haben alle Schilde. Oh, die Raketenbasis schießt auch schon auf uns. Oh, noch ein Schiff. Es hat uns zerlegt. Das können wir schon neu anfangen. Und zwar, weil wir noch alle Ressourcen dabei haben, die wir schon brauchen für das Schiffumbau. Jetzt muss ich das alles wieder verkaufen. Es dauert aber immer ewig, bis hier einer was kauft. Er will auch gerade nur einen Prozessor. Weil manchmal kommen Schiffe kaufen, verkaufen und dann hat die Basis wieder Platz. Also, wir brauchen irgendwie. Ja, Personal reicht vorne und hinten nicht. Könnten wir denn theoretisch Personal kaufen? Nein. Was ist denn empfohlen an Betten? Polen ist 94. Super. Wir könnten ja kurzzeitig da und hier noch ein Bett hinstellen. Ärgerlich, das kostet jetzt wieder Geld. So, was fehlt denn? Also die können grün werden. Und das auch. Ja, jetzt ist alles wieder besetzt. Gut. Müssen wir nur sehen,
Ich habe sehr viele Lager anbauen müssen. Wie wir das am besten machen, ohne dass das uns viel Geld kostet. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Den zum Beispiel können wir ja mal da einsetzen. Jetzt war da noch eine Schubdüse hin. Und jetzt füllt es uns an Energie. Er ist zu weit entfernt. Mal so machen. Dann kommt eins der Betten nach hier unten. So. Dann reißen wir oben das Bett wieder ab. Da sind noch zwei drin und oh. Nehmen wir das da. Dann gehen die da unten hin. So. Was fehlt jetzt noch? Also wir haben ein bisschen mehr Antrieb. Bräuchten irgendwas gegen diese Laser. Also das hier. Raketen, Projektile. Also das soll auch Laser können. Müssen wir davon noch eins bauen. Hier ein Korridor hin. Und jetzt fehlen, glaube ich, rote, oder? Ja. Haben wir noch grüne über? Ja. Werden wir drei Stück brauchen wir. Dann werden wir. Dann haben wir zwei. Fehlt aber noch einer. Ja, machen wir mal so. Warum geht da keiner hin? Hm. Wieso wollen die jetzt da schon wieder nicht hin? Wir haben eine Tür, da ist eine Tür. Die kommen noch da hoch. Oh, was ist denn jetzt wieder das Problem hier? Da drüben funktioniert es doch auch. Warum wollen die beiden da jetzt nicht hocheiern? Ah. Gehen die da nicht hin? Und die beiden auch nicht.
Jetzt sind zwei drinne. Ah, jetzt sind es drei. Naja, warum auch immer. Solange das jetzt funktioniert. So, eine Schubdüse mehr und... Ja, wir haben keine Munition zugewiesen. Also... da ist grün... Haben wir überhaupt genug Munition? So. Ja, wir haben gar keine Munition mehr. Brauchen unbedingt Munition. Rufen wir die Station. Und müssen uns wohl über ein bisschen Munition kaufen. Und danach werden wir jetzt nochmal probieren, die Munition fertig geliefert ist. So. 8 noch 4. 2. Gut. Ja, wo müssen wir hin? Da unten. Sind wir jetzt schneller? Ja, geringfügig. So, erstmal speichern, so auch speichern, besser ist. Weil die Laserschiffe, die versuchen die ganze Zeit auf Abstand zu bleiben, wenn wir da nicht hinterherkommen. Und von der Seite dann noch welche angreifen. Weil die fehlt uns noch, dann können wir ins nächste System. Und dafür müssen wir das Schiff erst umbauen, weil wir hier gar keinen Hyperantrieb verbaut haben. Wie heißt der eigentlich? Ja, Hyperantrieb. So. Da ist die Piratenbasis. Nicht zu nah ran. So, also wenn wir von der Seite machen, klappt das nicht. Wenn wir das jetzt mal von der Seite hier unten probieren. Bei der letzten Piratenbasis hat das ja auch geklappt, wenn wir ein bisschen rumfliegen. So, beim Angriff fliegen wir halt zu nah ran dann. Da die ja nach hinten abhauen. So, sind wir jetzt in dem Radius schon drin, dass einer kommt. Oder sind wir noch zu weit weg? Die ändern echt das Flugmuster, ist voll mies. Wenn wir jetzt darüber fliegen, dann fliegen sie nur noch hier unten lang. Oh ja, klar, jetzt greifen natürlich drei auf einmal an. Das meiste Problem haben wir halt mit den Laserschiffen. Ja, wir gehen gleich wieder drauf. Ja, hinten komplett Schrott. Ja, das brauchen wir so nicht probieren. Wir brauchen nämlich die Ressourcen, die wir dabei haben. Sonst kostet das blöde Schiff eine Million oder 1,5 Millionen hat es sogar gekostet. Ein Bauplan, den ich erstellt habe. Hm. Kommen wir nicht gegen dieses... Das ist immer noch zu langsam.
Aber die können wir uns überhaupt nicht leisten. Viel Schub bringt die denn? 2200 und die 8000. So. Also jetzt müssten wir doch aber schneller sein, oder? Aber wir sind immer weiter weg von den U-Kabinen und von der Energie. Ja, wir müssen das jetzt oder noch mal testen. Also wir haben die ja jetzt zwei Stück hatten wir mit insgesamt 6400. Und jetzt haben wir 16.000. Das müsste ja wohl ein bisschen besser laufen jetzt. Also die werden aber auch mit Energie versorgt. Ich weiß natürlich noch nicht. Ich kann überhaupt gesehen, man kann eigentlich die Waffen auswählen und dann einstellen, dass sie auf alles Mögliche schießen. Weiß nur leider überhaupt nicht, wie. Wegen. Sehen. Keine Ahnung. Ich kann auch so, kriege ich die Waffen nicht ausgewählt, keine Ahnung. Gut, dann würden wir jetzt nochmal da runter gehen. Speichern, da wir umgebaut haben. Ja, also wir sind jetzt 20 Sachen schneller. Jetzt müssten wir eigentlich so, der haut jetzt gleich nach hinten ab. Also wir drehen uns schon mal. Und jetzt haut er halt nach hinten ab zur Basis. Und das ist das Problem. Er ist zerstört. Oh Gott, und wir auch. Ja, die Schubdüse direkt hin. Jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. So eine Scheiße. Jetzt kann ich auch mal mit der letzten Billo-Piratenbasis so eine Probleme haben. Ah, jetzt deren Schild wieder voll. Und der schießt seelenruhig unser Schiff von hinten kaputt, also. Ja, dann bauen wir noch ein bisschen mehr Verteidigung ein. Das also kann ja wohl nicht wahr sein. Weil diese Verteidigung, die schießt ja nur, wenn sie lustig ist. Eigentlich soll die hier angehen. Aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich kann sie partout nicht auswählen. So zeigt er mir das an. Habe ich jetzt echt nicht viel von. Alles super, dann müssen wir die Scheißdinger schon wieder mit Strom versorgen. Was haben wir denn?
So. Ach, wie scheiße, wir hatten das Spiegeln schon wieder nicht an. So, reicht, naja, super, reicht nicht mehr. Ach, ist doch scheiße. Wird nur mehr oder weniger mit Strom versorgt. Nur wegen einer Billo-Piratenbasis müssen wir jetzt vor unserem eigentlichen Umbau alles umbauen. So, verkürzen wir denen jetzt die Wege so weit es geht. Hoffentlich klappt sie jetzt. Blöde Piratenbasis. Ah, jetzt schießt die Piratenbasis auf uns. Ja, klar, dran vorbeigeflogen und die hat uns schon halb zerschossen. Aber die Verteidigungssysteme bringen einen Scheißdreck. Das halbe Schiff ist offline, wir sind arschlangsam. Ja. Also, wenn der dämliche Antrieb zerschossen ist, bringt das gar nichts. Also völlig egal, ob man hinten ein Verteidigungssystem einbaut oder Bing. Wir können aber auch keine Panzerung drum bauen. Zerschießen den Antrieb doch direkt wieder. So ein Scheiß. Ja, jetzt taugen natürlich die Verteidigungssysteme nichts mehr. So. Deswegen ist der schnelle Antrieb ein bisschen geschützt. Vielleicht klappt das dann vorne wieder ein Verteidigungssystem, das.
Nichts taugt. Aber nichts anderes, was so weit schießt. Diesen blöden Laserblaster, dann brauchen wir schon wieder Personal, wieso? Den kleinen Laserblaster brauchen wir auch Personal. Der Bergbaulaser ist super teuer. Außerdem fehlt uns dafür die Energie. Ja, wir müssen die Energie ja dahin schleppen. Bringt gar nichts. So, Tür rein. Hoffentlich reichen 4. So, gespeichert, dann müssen wir nicht nochmal umbauen. Witzig, weil wenn ich wüsste, wie diese Verteidigungsdinge auf Dauerfeuer gehen. Das Problem ist, die locken uns rückwärts zu ihrer blöden Basis. Ja, flieg doch mal in meinen scheiß Kreis. Die blöden Posten da, die Stationen, die schießen halt mit blöden Raketen. Wir haben zwar Artillerie, aber taugt ja gar nichts. Und wir haben auch ein Schild, aber bringen tut er genauso wenig. Deren Schild hält ewig. Einsammeln, reparieren. Sein Pferd ist immer nicht beschädigt oder reparieren geht nicht. Also einen konnten wir weglocken. Hat uns natürlich auch super Umbau gekostet und alles. Könnten Sie das jetzt mal einsammeln? So. Gucken wir jetzt. Ich will die Laserschiffe auch nicht nach hinten zu dieser Basis jagen. Vielleicht fliegen die in immer einen engeren Kreis oder was? Eigentlich. Immer schön gucken, dass wir, ja, hier, da kommt eine Rakete angeflogen. Ja, jetzt sammel doch mal, ja, nee. Und schon sind sie da. Ist das ärgerlich. Also, der will uns da lang.
Aber dann schießt er uns die ganze Zeit von vorne und der hier uns die ganze Zeit in die Seite. Natürlich schaffen wir es nicht mal, uns zu drehen, weil. Ah, deren Laser macht Schaden bis zum Abwinken, ey. Ja, jetzt schießt die Basis. Super. Die natürlich auch komplett gepanzert ist. Ach komm, hier, geh mal drauf. Oh, sind gestorben. Buh. Scheiße da. Also schnell genug sind wir, aber da wir an der Seite nicht gepanzert sind, schießt dieser blöde Laser da instant durch. Müssen wir jetzt echt um den Antrieb. Panzerung legen. Hilft ja nichts. Hoffentlich reicht doppelt. Ist nur gegen die Laserschiffe, das ist ja das Problem. Aber jetzt hat der da keine Energie. Also kann nicht schießen. So ein Mist. Ja, und da können wir keinen Korridor bauen. Na, dann fehlt die Seite halt. Das Ding wird auch nicht sonderlich gut schießen können. Mal hoffen, dass das Ding so schießt. So. Der ist ohne Strom, der ist ohne Strom. Klappt ja super. Dann lassen wir es bei einer Seite. Oder hier könnten wir. Ganz eng drum. Hier ist schon 16 Meter und rot. Wir haben Energieprobleme. Wir haben genug, aber die Wege sind zu weit. Und für das andere, für die ganzen anderen Waffen brauchen wir Personal. Das wir nicht entbehren können, mir ist schon zu wenig. Oh. Also diese Mission regt mich leicht auf. Problem ist, dass sie in einer Tour rückwärts fliegen. Also sind es direkt drei. Was ist denn, wenn wir rückwärts fliegen?
Es klappt auch wunderbar. Ja, rückwärts können wir natürlich gar nicht fliegen. Wir kriegen nicht ein Schiff kaputt. Ja. Keine Ahnung, was wir gegen diese Laser machen sollen. Deren Kanonen schießen auch viel weiter. Könntest du dich mal angucken, wie weit die schießen können. Also wir sind schnell genug, aber Trefferpunkte 12.000, 21.000, Lackflak-Batterie. Also da sitzen insgesamt ja auch drei drinne. Er kann auch nur mittelmäßig angreifen. Ja, jetzt auch überfragt. Da wir uns auch keine Raketen bauen oder kaufen können, bringt uns der Raketenwerfer jetzt auch nicht viel. Wir machen uns jetzt einfach schneller. Wir schmeißen hinten die kleinen Antriebe alle raus. So. Erhöhen den seitlichen Schub. Knallen uns hier jetzt noch zwei davon rein. Bisschen noch drehen. So. Müssten wir auf der anderen Seite eigentlich auch machen, aber wie machen wir das denn? Müssen wir das mal parken. Problem ist, dann brauchen wir hier auch einen Reaktor. So, zwei zur Seite. Ah, so. So waren die angebaut. So, Fußweg. Kleinen Reaktor.
Also die kommen von da. Das ist schon wieder doof, ja. Oh. Das funktioniert ja super, ja. So. Jedenfalls sind wir dann schneller. Unsere ganzen Ressourcen flöten, so eine Scheiße. Müssen wir uns jetzt erst noch Personal organisieren. Da müsste auch noch eins hin. Wenn wir die nicht immer rot machen. So. Also jetzt hätten wir genug Energie und genug Schub. Ist nur noch die Sache, wenn wir uns sowieso Personal holen, tauschen wir einen davon aus. Gegen Laser. Energie ist 12 Meter entfernt. Er klagt ja auch wegen allem. Oh. Weil die großen Schilde jetzt reinbauen, ist natürlich auch für den Arsch. Außerdem haben wir dafür jetzt gar keinen Platz. Überhaupt nicht. Na, da gehen die nicht hin wegen den Türen. Müssten die Leute umlaufen. Nochmal. Was bringt denn so ein kleiner Schild? Schildstärke 15. Der hier 45, dreimal so viel. So. In den Lagern was drinne? Ah, nur ein bisschen. So, jetzt brauchen wir natürlich Korridor. Tür. Ach, da muss auch ein Korridor hin. Und hier muss bestimmt noch ein Bett hin. Damit es genug Personal ist. Fraglich, ob das mit der Energie reicht. Oh ja, wohl reicht. Gut, dann holen wir uns jetzt einmal kurz Personal. Welche Station ist denn hier am nächsten? Bei der gibt es leider gar nichts. Da können wir nur Ressourcen kaufen und verkaufen. Warum zum Henker ist einer außerhalb. Hat der das denn gemacht? Was ist da denn? Ich habe hier einen Raum hingebaut. Okay.
Ja, ich kann die nicht weiter nach außen setzen. Dann kriegen die gar keinen Strom mehr. So. Spiegeln wir an, gut. Ah, jetzt liegt er an den Türen. Das ist auch noch 8 Meter. Gut. Hier ging kein Bett rein, weil. Ey, warte mal, da ging keins rein. Cool, das ist grün, das ist rot. Ja. So, also wir sollten jetzt mehr als genügend Antrieb haben. Ist nur die Sache, reicht die Feuerkraft vorne dann jetzt? Also mal einmal anmachen hier, damit dieser eine, wo der auch immer ist. Ah, jetzt ist er an Bord. Ist das jetzt hier? Ah, wir können von dem einen kaufen. Aber das bringt uns echt nicht wirklich was. Will er irgendwas kaufen? Kupfer würde er haben wollen. Also, dann jetzt zur Raumstation einmal. Vollspeed. Dann kaufe ich uns jetzt Personal. Werde die Raumstation, also die Piratenbasis, irgendwie auch immer zerstören. Ich zeige euch noch die Blaupause, die wir uns dann gönnen werden. So. So soll das aussehen erstmal für den Anfang. Große Schilde überall. Und vorne habe ich doppelschwere Laserblaster, eine große Kanone, ein bisschen von diesen kleinen Verteidigungen, Flakbatterien vorne und Seite und hinten. So müssten unsere Antriebe geschützt sein. Ich werde die dann, weil ich gesehen habe, dass wir ja viel zu langsam sind, die noch anpassen gegen große. Nach hinten, also die hier mit Maschinenraum und auch zur Seite. Das werde ich noch kurz überarbeiten. Da sind auch Hyperantriebe eingebaut. Genug Betten. Ich habe extra darauf geachtet. Effizienz hier bei 100. Empfohlen 215 Leute. Energie haben wir mehr als genug. Und da wir hinten nicht gut gepanzert sind, habe ich große Schilde eingebaut erstmal. Es sollte soweit für einen zweiten Abschnitt, wo wir hinfliegen, also die zweite Galaxie oder Sonnensystem, sollte das reichen. Ich werde hier noch, wie gesagt, die Antriebe in große umwandeln. Aber leider hat das Geld, wenn wir mal zur Raumstation fliegen, die zeigt uns ja dann an, wie viel uns das kostet, wenn die Materialien soweit alle da sind. Aber 305.000, das ist das Problem. Deswegen hoffe ich, dass wir von der Piratenbasis bisschen Belohnung bekommen durchs Einsammeln. Wird uns jetzt hier dann wieder an Lagern fehlen. Die werde ich dann hinterher einbauen, falls ich so irgendwie hinkriege, dann die zu besiegen. Und werde uns ins nächste System bringen.
Obwohl, das geht noch gar nicht, weil wir hier gar keine Hyperantriebe drin haben. Also ich werde dann noch hier sammeln. In Ruhe, bis wir das genötige Geld haben. Die Blaupause anfertigen. Also bearbeiten. Und in der nächsten Folge werden wir dann zusammen auf Fertigen klicken, ins nächste System springen und gucken, wie wir uns da an der Anfangsraumstation schlagen bei den Missionen. Gut. War ein bisschen schwierig heute wegen der Piratenbasis, weil da ja gesehen, das wollt und wollt nicht. Ich hole uns jetzt erstmal Personal. 6 Stück reicht bestimmt vorne und hinten wieder nicht. Aber solange die Leute überall drin sitzen, werden gucken, dass wir noch was verkauft kriegen. Und das dann mal probieren mit der Basis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.